Willkommen zurück zu Skyrim Special Edition. Ich bin euer Firobo. Und ja, wir befinden uns hier immer noch in Windhelm. Wir haben gar keine Quest ausgewählt. Wir machen mal eine Quest. So, nee. Finde Düsterklinge, das können wir machen. Dann machen wir Finde Düsterklinge. Das ist irgendwo da hinten. Also ganz im, okay. Rot für Zorn spendet. Okay, hier wird ein Lager der Windschiff. Okay, gehen wir hier hin. Vielleicht können wir hier noch ein Lager killen. Hahaha. Aber irgendwie. Ich muss mal eben raustappen. Sorry dafür, aber ich muss mal eben. Ihr hört das ja selber gerade ein bisschen mit meinem Sound. Es geht über meine Tastatur gerade irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Und ja, ich habe ein paar Mods rausgenommen. Gehabt, hallo Mädels, aber. Oh, da. Okay, da ist Jennifer. So. Da ich ja weiß, dass wir uns da nicht ranschleichen können mit den ganzen Leutchen hier. Ach ja, ich bin ja auf Drachensachen. Ich hab die Ordnung wieder rausgenommen. Weil es einfach zu nervig war, ehrlich gesagt. Das war schon. Zwei Pfeile und du bist tot? Ne, schon mal nicht. Ich wollte schon sagen. Oh, du bist tot. Schluck doch. Das ist auch kein Problem. Nice. Ach ja, hier ist Laufen. Also wir dann Steuerung gewöhnen. So, erstmal hier. Gib mal alles her. Dann du, gib mal alles her. Und, oh, hier ist eine Truhe. Wahrscheinlich haben wir uns die das letzte Mal nicht geholt. Deswegen war da nicht stand da nicht abgeschlossen dran, würde ich sagen. Aber hier ist auch noch was. Oder? Naja, hier ist Käse. Lecker Käse. Hier ist auch nochmal Käse. Nehmen wir uns einfach mal mit. So, zack, zack, zack. So, haben wir es jetzt als abgeschlossen da stehen eigentlich? Immer noch nicht. Oder vielleicht ist das also ein Punkt, den man einfach nicht abschließen kann. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wir gehen jetzt weiter. Und dann wir laufen und laufen. Mit dem Fuchs hier. Immer noch greifen meine Begleiter nicht an. Oh, da ist ein Schneeleopard, aber. Ich würde eigentlich auf den. Darauf springen, da ist auch noch was. Tja, da ist eigentlich die. Na egal, wir gucken uns das mal hier um. Natürlich haben wir hier wieder. Banditen. Batsch, tot. Schön, dass sie das bemerkt haben. Finde ich interessant. Kommen sie jetzt von da hinten oder was? Oder laufen sie hier irgendwie außen rum? Oh, sehr schön. Genau, Ciri. Kill die mal. Ups. Ciri darf jetzt alleine gegen die kämpfen oder was? Ups. Ich hab Ciri getroffen. Der hat ein fucking. Ich hab Ciri schon wieder getroffen. Ups. Ne, wir nehmen mal das Schwert jetzt. Das. Na komm her. Na, sie verschwindet einfach, alles klar. Aua, 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 aua. Uiuiuiui. Ich heil mich mal. Lalala. Schnauze. Meins. Meins. War nicht noch jemand hier? Anscheinend, oder? So, gut. Oh. Ich bin schon überladen, was? Oh. Ich hätte mich, glaube ich, vielleicht mal leer machen sollen.
Den behalten wir. Das kann weg. Das behalten wir auf jeden Fall. Das behalten wir auch. Das behalten wir. Warum haben die alle so verzauberte Sachen dabei? WTF, warum? Und das behalten wir. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das. Okay, Bekleidung haben wir auch noch jede Menge, was wir tun können. Das kann weg. Das behalten wir. Das kann weg. Das kann weg. Ach ja, wir machen den Mann. So, dass wir ein bisschen mehr Leben haben. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ah, Stahlplatten müssen wir bauen inzwischen nicht mehr. Oh. Wiederherstellungsrohr kostet sich mal sehr weniger. Oh, das ist ganz interessant für mich eigentlich. Den werden wir uns auf jeden Fall mal aufheben und die Zwergenhandschuhe können auch weg. So, wie schnell wir einfach voller Equipment waren. Ist irgendwas Tolles dabei? Jetzt achte ich halt drauf. Nein, das nehmen wir mit. Gut, dankeschön. Ich meine, wäre noch einer gewesen, aber egal. Ja. Interjuckt man einfach nicht so. Ich kann schon mal ein bisschen heilen hier. War nicht lange zum Healen. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Sehr schön. Ich mache nochmal schnell speichern. Da ist einer. Oh. Ciri macht das hier schon. Ich kann ja in Ruhe looten. Oh, okay, Ciri hat es gemacht. Banditenberserker. Das war horrible oder fand ich nicht. Ich fand, hast du gut gemacht. Gut. Wo müssen wir denn hin? Da unten wahrscheinlich. Aber ich guck uns das mal nach hier oben um. Denn ich will nichts liegen lassen, ne? Wir sind ja hier irgendwie etwas Goldenes. So, einen Elfenbogen haben wir hier. Wow. Das muss man auf jeden Fall haben. Wären wir zumindest in einem früheren Zeitpunkt des Spiels. Das hier aufmachen? Nein, das ist doch wahrscheinlich so ewig lang gelaufen. Ich weiß nicht, warum die Zeit an die Stadt gekommen sind noch. Ich hätte dann eine Chance gehabt. Da kommt jetzt eine Kiste. Nein, so. Dankeschön und wir nehmen einfach mal alles mit. Sehr schön. So, hui. Kann ich dich eigentlich runterschubsen? Kannst du bitte runtergehen? Ich würde gerne Leute runterschubsen. Hui. Na gut, dann gehen wir mal hier rein. Ich bin immer gespannt, ob wir viel kriegen. Obwohl, ich würde einfach viel da lassen. Rüstungszeug und so weiter werde ich einfach nicht mitnehmen. So einfach. Aber wir könnten hier nochmal auf Dings zum gehen auf unserem Bogen, weil mit unserem Schleiß-Skill und so weiter sollte man eigentlich hier ganz gut bedient sein gegen die Viecher. Wenn man sieht, wie viel hier schon rumliegt. Seelenstein nehmen wir mit. Du hast keinen Seelenstein, du hast auch keinen Seelenstein, okay. Zwergen, das nehmen wir nochmal mit. Oh, Banditen sind hier, okay. Dann haben die Banditen das ja alles kaputtgeschlagen, okay. Spinne, ein Wächter, das Bolzen dabei. Und Zwergenöl. Okay. Bin schon mal gespannt. Was war das? Oh Mann. Lassen wir die Spielchen. Ready? Ach, Ziel hat sich schon wieder in die Wand gepackt. Ich guck kurz, so, was das, worauf haut die eigentlich ein, aber. Oh, die halt. Bis zum Fick. Schild, okay, das sieht uns dann aus, nehmen wir mit. Ehemals-Schild nehmen wir auch mit. Ehemals-Kriegsack, okay, du hast richtig krasse Sachen. Ciri, lebst du noch? Warum liegt die denn plötzlich? Ich stell mal hier, so ein Publiker will mich hier angreifen. Was ist denn da? Na los. Keine Gnade hier. Quatsch.
Sag ich ja. Oh, bisschen Blitzer. Oh, der triggert dabei. Skomarz dabei, Stahlpfanne. Was ein komisches Ding, du bist okay. Oh, was ist denn alles hier dabei? Ne, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das kannst du auch behalten. Ach ja, in der Fahrt wieder jemanden wiederbelebt. Der stöhnt und setzt die ganze Zeit die Ohren voll, nice. Jetzt hast du eine Gemüsesuppe, lecker. Warte, hier sind nur noch Gifte. Trank. Das nehmen wir mit. Kann der bitte sterben? Wie geht's dir? I'm so happy we are kind of a couple now, but don't you think we should make things official? I wouldn't want you thinking you can just find somebody else without any consequences. Okay. Was haben wir denn für eine Relationship noch? Okay, wir haben noch 105. So, ich muss mal nachschauen. Ich habe wieder ein bisschen länger nicht gespielt, deswegen einfach mal wieder reinkommen. So, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber habt ihr jetzt gemerkt, ich habe jetzt aufgeteilt die Spielparts, damit ich einfach ein bisschen mehr halt gespielt kriege auch, weil ich möchte gerne mehr Spiele spielen. Ich habe jetzt aber so viele Rollenspiele auf dem Kanal, dass ich dann gesagt habe, yo, ich brauche eine Besprochen, muss das aufteilen, damit ich halt alle spielen kann, damit ich aber auch noch was anderes machen kann, weil ich nicht nur ein Rollenspiel auf meinem Kanal bringe. Ist einfach so ein bisschen zu viel. Ist da jemand? Hallo, hier bin ich. Du bist tot. Reicht doch. So, Stahlfalt können nicht alle wieder. Schade, eine Truhe. Alles mit. Beschädigtes Buch, ne. Oh, eine Käse. Ich glaube, die sind auch am Kämpfen, meine Leute, aber egal. Das ist wirklich auch nichts. Na, gegen wen habt ihr denn gekämpft? Na, wen habt ihr fertig gemacht? Oh, hier. Eine in der Ecke. Oh, eine Schlüssel. Was haben wir hier? Meins, kannst du behalten? Bist du dasselbe Teil? Du bist dasselbe Teil. Was haben wir denn hier? Ich bin ja gerne so ein neugieriger Dude. Ah, hier haben wir nun eine Art Schatzkammer. Ein paar Tränke, das ist schön. Was hast du hier? So ein Eisenerz? Zwergenmüll? Ja, kann man mitnehmen. Ah, die Truhe hier ist interessant wahrscheinlich. Mit dem Bügeleisen auf jeden Fall. Wow. Okay, das war jetzt nicht so ganz berauschend geil, finde ich. Aber gut, ey, kann man ja mal machen, ne? Gut, wir gehen mal weiter. Zilli hat schon wieder Schmerzen, wie scheint. Kämpft hier jemand? Haben wir gekillt. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber weiß, dass er meinen Fallen ausweichen kann. Bin ich ein bisschen unverschämt. Ja, hallo. Ich schlunze einfach mal rein. Was? Ich schieße einfach mal drauf. Gut, wir scheinen alles gekillt zu haben. Gold, schwarz nur mit. Ja, zwei E-Merz-Schilde dabei. Warum? Okay, Glasbogen. Alles klar. So, meins. So. Hat der hier oben noch was dabei gehabt? Da war es wenigstens ein One-Hit, ey. So, hier oben ist aber nichts mehr, oder? Nee. Dann noch die Dinger hier. Kann ich ja im Grunde eigentlich mal. Hab ich die schon durchsucht gehabt? Ne, die hat schon noch nicht durchsucht gehabt. Okay, so. Schön, dass wir mal weiterleuchten. So, was haben wir hier? Meins. Kannst du behalten. Kannst du behalten. Das, meins. Nö. Nehmen wir mit. Hast du nicht drei Viecher? Na egal. Mein Stahl voll.
So, haben wir hier noch was versteckt vielleicht? Sieht nicht so aus. Warte doch, das ist eine Truhe, oder? Oh, die ist leer. Scheiße. Ach ja, die Truhen. Ich muss mich nur gewinnen, dass die so komische Truhen haben hier. Daran sollte ich mich echt gewöhnen. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück laufen hier. Wie sieht es mit unserer Füllung aus? Ja, wir können noch 150 tragen, circa. Das sollte in der Theorie passen. Ja, eine Schale will ich nicht mitnehmen, danke. Die Dinger hier, ich frage mich, was das ist eigentlich. Oh, hallo. Pum. Sehr schön. Ich wäre fast in das hier reingelaufen, was ich gesehen habe. Zwergenöl nehmen wir mit. Was ist das da? So, geht noch zur Spinne. So, hier ist ein Raum offen, aber. Ist hinter vielleicht was versteckt? Nein. Na gut. Putsch. Irgendwas. Kreisel. Nimm einfach mal mit. Denn ich kreisel gerne. Nop, 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 nop. Hier ist nix. So, du. Hast du ein Eisenherz? Wow. Ich müsste aber eigentlich bis jedes Teil einen Seelenstein drin haben. Weil ohne Seelensteine könnten die sich ja nicht bewegen. Ah, dann haben wir mal einen Kreisel mit. Keine Notfalls, wir müssen aussortieren. So. Irgendwo unter uns. Da ist unser Weg, wo wir hin wollen. Können natürlich nirgendwo hier raus. So. Naja, ich werde schon besser damit. Ich mache hier alles. Ich mache hier alles klar. So, was ist denn so? Nehmen wir mit. So. Ich hoffe, wir brauchen bei der Düsterklinge nicht allzu lange. Bringt es mir was, hier oben lang zu gehen, by the way? Ich hätte es auch einfach nur noch in der Kugel rumrollen. Das ist nicht ganz cool eigentlich. Wenn man dann nicht trifft. So, sehr schön. Dann ist schon kaputt, okay. Ah, ist noch einer. Ich weiß einfach, wenn er einfach nicht schießen will. So, nehmen wir das mit. Das kannst du behalten. Was haben wir hier so? Blub, 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 meins. Ja, und den habt ihr auch schon gemeldet. Ist noch einer oder was? Ich habe mich über den Kullert über den ganzen Weg. Da hat er eine Truhe, aber keine Truhe, schade. So, dann gehen wir hier lang. So, ich dachte, da wäre jetzt ein Gegner gespawnt worden. Jetzt muss ich natürlich jetzt auf meine Mädels hier warten. Ja, komm doch mal her. Ich bin direkt hinter euch. Na schön. Was denn? Warte was da. Braucht ihr? Sonst noch etwas? Nein. Well. So, du brauchst auch was, hast du was zu tun. So, warte dort. Warum schlage ich nicht immer zu? So, warte da. So. Mit dem Stein hier hoch. Haben wir ja schon gedacht. Aber wie oft müssen wir das machen? Ja, kommt mal alle rein, ja. Hallo, Mädels. Rein hier. Kill ich dich damit jetzt? Achso, ich muss jetzt den umlegen, um dann da hinten aufzumachen oder was? Ja, okay, gut. So. Komm mit. Ja, warte hier. Okay, Sophia. Kommt mal alle mit. Ist natürlich ein doofes Ding mit Begleitern. Kann ich einfach so hier durch?
Und da komme ich nicht durch. Jetzt habe ich den offen. So, dann kann ich jetzt nochmal hier theoretisch durch. Um daran zu kommen. Na, okay, was mache ich hiermit? Achso, hier mache ich schon alle auf. Okay, gut. Sehr schön, dann habe ich mit meinem Begleiter auch ein bisschen weniger Arbeit. Die ist verzaubert. Da ist noch eine Truhe, die hätte ich ja fast gar nicht gesehen. Oh, Meistertruhe. Okay, erstmal gucken, wo muss ich ran? Nein, auch nicht. Schade. Nee. Fuck. Egal. Mit der hier fällt 100. Von daher. Ah. Sieh mal eine an. So vielleicht? Nein, falsche Richtung. Okay, so. Und dann ein bisschen weniger. Hä? Okay, dann doch nicht. Dann so und dann so. Auch nicht. So vielleicht. Auch nicht. So. Und da bin ich im richtigen Radius. Okay. Und es hat nicht gepasst. Scheiße. So, vielleicht so. Aha. Sehr schön. Geld, Kette. Brauchen wir nicht. Nehmen wir auch noch mit. So, sehr schön. Labert ihr mich mit Babys voll? Ich will keine Babys machen. Sorry. Kommt ihr, Mädels? Hat das noch was auf mich? Wo ist mit Jennifer? Ach, du bleibst die ganze Zeit hier los. What? Follow me. Let's go. Okay, sie wollen mal für mich folgen. Nice. Damn it. So, dann fahren wir wahrscheinlich jetzt niedriger ins nächste Stockwerk. Kommt ihr alle? Jetzt hält Ciri. Ah, da kommt Ciri. Egal, mach mal, so sollte passen. So, währenddessen trinke ich von meiner Müllermilch. Aber wenn wir ja schon mit Leichen begrüßt, sehr, sehr schön. So. Alle Mädels sind da. Mein Stein. Hast du so für mich? Hörchen, Geld, Gift. Okay. Aber jetzt nicht, wir sind nicht da, wo ich jetzt denke, wo wir sind, weil dann sind wir ewig unterwegs. Gefühlt. Na, komm her. Sehr schön. Leise ausgeschaltet. Ne, noch nicht ganz scheinbar. Oder es kommt noch später. Oh, das wäre echt was, wenn wir da echt dahin kommen, wo ich jetzt denke. Oh, jetzt schalten wir den dann raus. Schön, dass er, bevor der Pfeil eintrifft, kurz bevor der Pfeil eintrifft, bevor der Pfeil ihn trifft, oh, jetzt haben wir den Todesstern eingepackt, ups. Dass er da einfach mal eben noch so seine Rüstung zückt, damit er besser ausgerüstet ist. Finde ich sehr schön. So, warte, wir können ja mal eben. Was haben wir jetzt alles für Schrott mitgenommen hier? Den Kreise behalten wir einfach erstmal noch. Holzschalen da, warum habe ich Holzschalen dabei? Krug habe ich dabei. Kufel behalten wir mal. Und das ist auch alles okay. Wie viele Steine wir haben, ja. Totenschild kann weg, so. Jetzt haben wir noch ein bisschen Platz geschaffen. Da unten ist da unten überhaupt irgendwas. Ich weiß nicht. So, wir kriegen ein bisschen Geld von dir. Brauchen wir nicht. Das ist wieder eine Truhe. Ja, komisch. Jetzt haben wir noch Gegner. Da kann ich unten abtauchen und da ist noch irgendwie ein krasser Schatz. Oh, hallo. Oh, easy. Gekillt. Ich schäme mir auch mit einem Schuss. Das ist ja krass.
Ja, mitnehmen. Ich kenne das alte Spiel noch, ne? Brauche ich eigentlich echt nicht mehr. Aber ich bin halt ein sitzender Mann, scheinbar. Nein, bin ich nicht. Deswegen stehe ich schon wieder auf. Und die Truhe nehmen wir mit. Ja, passt alles wunderbar. Hier können wir mal nicht abfeuern. Kann ich das Ding nicht abfeuern? Komisch. Also könnte ich das Ding abfeuern. Na egal. Ich nehme uns wieder unseren Bogen. Halt nach Gegnerausschau. Die wir wegsnippern können. Guck mal, da kommt einer aus dem Loch gekrabbelt. Da jetzt mit dem Headshot platt machen. Zack. Und erledigt. Egal, was du da genommen hast. You are dead, bitch. So, dann nehmen wir mit, das kannst du behalten. Naja, wahrscheinlich laufen noch ein paar Gegner rum, würde ich sagen. Das ist so ein Ding hier. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal auf gehen mal auf Schwimmkurs eben. Einfach nur um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Sieh mal einen an. Okay, es ist ganz viel. Ich gehe nochmal eben schnell hoch, bevor ich hier ertrinke. Und dann mal eben schnell speichern. Ich wünschte, ich könnte hier schneller schwimmen. Muss ich gestehen, das haben wir hier. Zwergel nehmen wir mit. Hier ist eine Truhe. Was ist mit hier auch noch eine Truhe? Nehmen wir mit. Das war's. Na, überlebe ich's? Ja, Gott sei Dank. Sehr schön, so haben wir hier noch irgendwie was. Man kann ja mal gucken, was hier. Ein Skelett. Ich habe schon wieder einen Totenschädel eingepackt. Hab ich so einen Fetisch inzwischen entwickelt? Durch das ganze Leichenlooten, so, oh, jo, ich nehme jetzt mal den Kopf mit. Der kann mir auch noch gewisse Dienste erweisen. Oh, da ist noch was. Oder auch nicht, doch, da ist eine Truhe. Nehmen wir mit. Nö. Na gut, aber hier, du, dafür kriegst du einen Schädel von mir. Ich wüsste, wo der ist. Totenschädel? Da. Du sollst ihn ablegen, du sollst ihn nicht ausrüsten. Ich kann es halt auch ausrüsten geklickt oder was? Totenschädel. Blopp, weg. Danke. So. Gut, wir können auch hier hin. Oh, hi. Direkt zwei Stück. Warum haben die mich nicht bemerkt? Ich setze das so auf Geräusche aus. Und, bist du tot? Oh, du bist tot. Ja, unser Schießen haben wir verbessert. Sehr schön. So, das nehmen wir mit. Das. Ein paar Eier. Na, nichts Interessantes. Was hast du so? Ein paar Hörchen, ein paar Pfeile, ein bisschen Knete, so hier ist auch nichts. Gut, dann haben wir hier alles getan. Ja, wir scheinen echt ein bisschen länger unterwegs zu sein. Na genau, Milch macht dich Milkdrinker. So. Das ist der ganze Dungeon, die Shirtmädchen, ist schon ein Wunder, finde ich. So viel wie die labert. Guck mal hier. Oh doch, das sind doch welche. Ist bei dich weg. Und dich auch wegsnippen. So. Da hatte ich mich eigentlich so ein bisschen gehofft gehabt, dass er halt sich sonst dem anderen erstmal umdreht. Und den anderen bis treffen kann. Ne? Dann schaffen wir mit. Ich verschenke hier keine Munition, ne? So, was hast du so dabei? Ja, schön. Und. Ach, schön, dass man ein Pfeil ausgerüstet hat. Ich fände es cool, wenn man ihm die Ohren abschneidet, wenn man das auch sehen würde. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Fände ich besser. So. Na, guck mal, wen haben wir denn da? Ein Magier vermutlich. Wir werden es aber nie herausfinden.
Das ist echt so mit dem Schleichen, das ist echt cool gegen die. Sind die gar nicht mehr so krass hart. Muss man einfach mal sagen. Sonst schaffe, aber wir müssen noch, dass ich das Areal und das nächste Areal noch. Ja, ich hoffe, wir schaffen das nur. So, guck mal hier. Wieso stirbst du nicht? Weil du sie gesehen hast, alles klar. Ja gut, ne? So meins, 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 meins. Wieder ein paar Eier hier. Ich bin viel zu eiergierig, finde ich. Wie das klingt, eiergierig. Na gut, gucken wir es mal jetzt hier oben. Öffne dich. Ah. Habt ihr euch einen Ork geholt? War der lecker? Bestimmt, ne? So, nehmen wir das mit. Ist doch falscher genug, glaube ich, oder? Ja. Eine Truhe. E-Merzfalle, ist so schön. Die Stiefel kannst du behalten. So, was haben wir hier noch? Noch ein paar, ja. Okay. Weiter geht's. Hier ein paar Pilze sammeln. So, und hoffentlich sind wir bald durch. Welche riesige Gewölbe. Oh, okay, wir sind hier. Das ist echt das Level, was ich mir dachte, dass es ist. Und es ist verdammt lästig. Sehr schön. Gut ist, die schon echt nur auf Gehör zu hören und ja, die kannst du dann so relativ gut austricksen, wie es scheint. Magische Pfeile und eine Vulkanglasrüstung, alles klar. Warum sind hier so viele Truhen? Denken die auch so, ja, auf jeden, den du hier gekillt hast, kriegst du eine Truhe oder was? Danke, was hast du so? Gold, schwaches Gift. Du, Gold, Pfeile. Und hast noch eine Platte in deinem Haus liegen, okay. Oh Mann, so. Und das sind aber halt so groß. Wie gesagt, diese Dungeons hier sind einfach so groß. Macht auch Spaß, mal ein bisschen zu erkunden und so. Aber man ist echt in dem, glaube ich, echt ein bisschen länger unterwegs. Machen wir das Tor auf. Kriegst du nicht mit, alles klar. Gut, dann töten wir dich halt. So. Das ist wahrscheinlich nicht. Ich dachte eigentlich, das wäre eine Truhe, aber ich bin dumm. Aktivieren. Dann öffnet sich das. Okay, gut. Zack, ein bisschen Schimmelpilz noch mitnehmen. Lecker, lecker. Dann kriegen wir hier bestimmt auch noch was. Hier bestimmt ist ja noch ein Gegner. Natürlich ein Expertenschloss. Oh. Ist aber fast offen, war. Nice. Immer noch nicht, so. Hä? Muss ich vielleicht doch in die andere Richtung ein bisschen? So. Ich verstehe es gerade echt nicht. Na, jetzt hat es geklappt. Komisch. Na egal. Muss bestimmt irgendwo ein Gegner sein. Hallo, Herr Gegner. Das Zwänge nehmen wir mal mit. Ach, hier ist eine Truhe. Ich habe mich einfach die ganze Zeit um die Truhe rumlaufe. Hab ich ja nice gemacht. So, ich sehe, am Ende können wir das Schwert, was wir mitnehmen müssen. Für das Quest nicht mitnehmen, weil es einfach zu schwer ist. Helm, Zwerge, Truhe. Wir kriegen einfach so viel Stuff hier gerade. Gut, dann haben wir hier oben auch. So, ist hier unten vielleicht noch irgendwie was. Scheinbar nicht. Okay, dann können wir runtergehen, ohne zu sterben oder uns Schaden machen zu wollen. Hier reingeguckt. Okay, brauchen wir nicht reingucken, ist nämlich nichts. Neue Speicherung. Und da haben wir schon wieder einen Gegner. Quatsch, schön in den Arsch rein. Aber er lebt noch.
Du hast tatsächlich überlebt. Und kein Hetzer. Was immer du bist, du hast aber anscheinend ein bisschen viel mehr Leben. Hi. Gut, ich habe mich, glaube ich, auf mein Mädchen verlassen. Gehärtet. Oh, der hat eine bessere Rüstung, dabei aber die. Guck dich das an, einfach die wiegt 40. What the fuck? Okay, die kann ich mitnehmen. Die lassen wir hier liegen. Sorry, aber die ist mir echt zu viel zu schwer. Stoffel nehmen wir noch mit. Irgendwas drin, da irgendwas. Nop. Was ist das? Achso, einfach nur. Oh, hier ist eine Truhe. Nehmen wir mit. Panik, nehmen wir mit. Ich glaube, ich habe noch ein paar Zauberbücher, die ich lernen kann. Vielleicht würde sich unser Gewicht auch nochmal verringern. Zauberbuch und Zauberbuch. Ha. Sehr schön. Warum seid ihr jetzt alle tot? Ach, ihr habt euch wieder mit irgendwas bekriegt hier. Mit, ja, kannst du behalten, nehmen wir mit. Mein Scheiße. Nehmen wir mit, kannst du behalten. Auch schon gelootet. So, hoffentlich ist das Gebiet dann nicht mehr so allzu groß, dass wir dann echt nicht mehr allzu viel Stuff bekommen werden. So, haben wir da noch irgendwas doppelt hier oder sowas ablegen könnten vielleicht? Nee. Okay, Vulkanglaszeug haben wir noch dabei, das können wir ablegen. Das sollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Erdschild, wir haben 4 eben Erdschilder einfach gefunden. Kannst weg. Okay, ist alles verzaubert hier und sonstiges haben wir nichts mehr, ne? Na ja, gut, dann gehen wir mal rein. Torhaus. Und ja, wir haben es endlich geschafft. Hier irgendwo ist. Das Ding und ja. War ja klar, dass der am Leben ist, aber hey. Wir sind so geil. Können ihn einfach so killen. Natürlich erscheint hier einfach so ein Ding. Was ist das? Bitte? Danke. Was hast du so dabei? Emerz verloren. Die Nummer kenne. Warum einfach nicht so? Ich bin einfach mutig und stehe einfach mal auf und. Düsterklinge. Hier noch ein Tor. Ah, oh, mir fehlt der notwendige Gegenstand. Okay, hier hätten wir noch was machen können. Okay, heißt, wir könnten uns, wir müssen uns wahrscheinlich nochmal hier durchkämpfen, vielleicht. Weil wir aktivieren wahrscheinlich jetzt hier so einen Quickslot. Hier könnte man noch was holen. Dafür müssen wir was öffnen. Dafür müssen wir einen Schalter finden. Ist da was? Nein. Hier ist aber noch was. Hoho. Zwergenrüstung braucht man nicht. Noch mehr Zwergenrüstung. Den Metallbarren nehmen wir mit. Das Öl nehmen wir mit. Hier war halt nur ein Schalter, ne? Ne. Ist kein Schalter gewesen. Ist hier vielleicht irgendwo ein Schalter? Ah, versteckte Ecke. Auch nicht. Auf jeden Fall muss das Ding ja eh besiegen, um da lang zu kommen. Ne? Du kleiner Wicht, du. Ach, hier. Wahrscheinlich aktivierst du dann. Ah, hier ist noch eine Truhe. Die ist interessant für mich. Ah, nochmal ein Buch. Nochmal was Verzaubertes. Ah, hier. Nochmal was Verzaubertes. Fuck. Fuck, da ist auch noch was. Ist auch noch was drin. Bestimmt Geld. Nein. Okay, Mädels, ich bin überladen. So, das lernen wir noch. So, Essen. Was haben wir an Essen dabei? Vielleicht werde ich ein bisschen betrunken. Mammutkäse, werde ich nicht unbedingt. Eine Gemüsesuppe, Kaninchenkeule, hier so, bam. Bekleidung, na gut, hier Vulkanglaszeug. Legen wir auf den Boden ab, den Bogen ab.
So, hier hatten wir alles, ne? Ja. Gut. So, öffnen. Und hier komme ich nach draußen. Ja, wir nehmen wahrscheinlich den Quickslot. So, ich nenne es einfach mal Quickslot. Ah. Gut, jetzt haben wir auch den Quickslot ja hier geöffnet. Wunderbar. So, wir haben die Klinge bekommen. So, die können wir jetzt also auch zurückbringen. Die war, glaube ich, in Riften, ne? Ja, in Riften. Jetzt frage ich mich auch, wie die von Riften hier hinten, da hinten gesucht hat, aber gut. Eieiei. So, dann müssen wir uns auf jeden Fall mal leer machen. Ich schläge ja schon hier die Waffen weg. So, hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Hier, ich hab Düsterklinge. Ihr seid zurück. Erstaunlich, dass ihr es wirklich geschafft habt, es zu finden und auch noch lebend zurückzukehren. Ja. Auf meinen Reisen bin ich nur selten Abenteurern begegnet, die so fähig und geschickt waren, wie ihr es seid. Danke, danke. Ich muss wohl noch viel lernen. Ups. Wenn ihr erlaubt, wäre es mir eine Ehre, euch eine Weile auf euren Reisen zu begleiten. Oh, cool. Ihr scheint bereits eine Begleitung zu haben. Oh, wie eher groß sie klingt. Ah, da. Das düster Klinge ist einfach nur ein... Da ist der Klinge. Ziel. Einfach ein, Vulkanglas, zwei Hände mit Frost. Warte mal, wenn ich bei dir das Amulett von Mara anziehe, könntest du das denn interessieren an mir? Na du? Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Anscheinend nicht, okay. Wie es scheint, habe ich noch viel. Na gut, dann... dann ziehen wir Gesundheitskette an. Geht ihr voran. So, was können wir noch so machen? Haben wir hier vielleicht noch was? Finde Hinweis über Brandscheiß Vergangenheit, okay. Ist das auch hier? Ne, dann müssen wir da hinten hin, okay. Aber erstmal gehen wir jetzt nach Weißlauf. Beziehungsweise wir gehen, könnten das mal ein bisschen Geld mitnehmen. Ein bisschen Geld mitnehmen, ein bisschen Dings, das Eisen mitnehmen und dann mal. Und dann machen wir noch ein bisschen an unserem Haus weiter. Oh jo, an unserem Haus weitermachen. Dass das auch mal fertig wird. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Jo, danke. So, wir sind noch komplett. Jawohl, wir sind komplett. Sehr schön. So, dann gehen wir hier hin. Dann muss ich mich erstmal jetzt leer räumen. Also Nackte in meinem Haus, Hilfe. So, ja, ich tue mal komplett hier rein. So. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Red mich nicht an, ich bin nicht da. So, alles und Tränken hier reinschmeißen. Ich bin echt so einer. Ich habe am Ende des Spiels wahrscheinlich 5 Millionen Heiltränke, weil ich nie einen benutzt habe, also wirklich. Das wäre es jetzt echt. Ja, guck mal, wie viele Heiltränke ich einfach habe. Und dann noch richtig harte, krasse Heiltränke auch teilweise. Wie viele Schriftrollen wir gefunden haben, WTF. Okay, gut. Kann man ja mal machen, ne? So viele Sachen finden. So, Axt und Asthma, das behalte ich. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das. Das hier, dann behalte ich. Der kommt da rein. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du kommst auch da rein. So. Verkleidet habe ich eigentlich nur so. Ich zeig, was eigentlich da rein kann. So, das Amulett behalten wir mal. Du kommst da rein. Du kommst da rein. Du. Zack, zack. Zack. Zack, zack. So. Schwerrüstung. Oh, ist auch cool. Ach, stimmt, die wollte ich auch nochmal schmieden, ne? Trage ich denn? Trage ich eigentlich noch Vulkanglas? Ja, ich trage noch Vulkanglas-Zeug. Gut, dann könnte ich den mal irgendwo halten. So, nehmen wir hier hin. Du kommst da rein und du kommst da rein.
Und dann noch eine normale. Ach, die kann er doch in der reinen Stepp. Hier die normale Vulkanglasrüstung. So, zack. Okay, Ciri. Mach mir Angst. Creepy Ding, du. So, Bücher. Zack, 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 zack. Wollen wir das nicht ablegen? Okay. Ja, mein Herz. Ja, ja. Hoi, hoi. Ja, meine. Was? Ich rede doch gar nicht mit dir. Zimmer denkt, ich würde mit dir reden. Ja, ich kann keine Riesenzähne ablegen, ich weiß. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich das nicht, was nicht gefunden habe mit den Riesenzähnen, ich dann einfach instant an meinem Gewicht sterben oder so. Ey. Das ist zwar nicht möglich, aber wäre lustig. So, du kommst da rein, Diamant können da rein. Da Eisen erst behalten wir mal, also die Sterne können da rein. Das Geld behalten wir auch mal. Die können da rein. So, so. Wieso kann ich eigentlich die Überrasten nicht ablegen, ey? Ich meine, ich hätte ja gar keine Quest dazu bekommen, so, ne? So, Sterne, Sterne, blip, blip. Das alles noch hier rein, zack, so. Viren, nehmen wir uns unser Eisen mit. Eisen, Eisen, Eisenbarren. Und Eisenerz. So, und ich brauche veredeltes Dings, der Zeug hier. Wo haben wir ihn denn? Veredelter Maschit, oder wie heißt nochmal? Malachit, so, und ich brauche einmal. So. So, passt doch auf. Ja, nervt doch nicht. Kann ich genauso gut sagen. So. Wir haben Schieren. Und verbessern, legendär. Herstellen, ja. Gut, und wir haben jetzt einen besseren Helm. Dafür haben wir geringere Kosten. Sehr schön. So, gut, den Helm brauche ich jetzt nicht ablegen, das ist ja nichts Besonderes. So, wo war unser Haus? Da war unser Haus. Haben wir mal diese Ladezeiten. 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 So, mein Haus. Das Angebot. So, und hier muss ich jetzt. Was haben wir hier noch drin? Für mal alles mitnehmen. So, was brauche ich hier? Eine Tür brauche ich. Okay, ich brauche Holz, habe ich. Ich brauche Eisenbeschläge. Schloss dreimal. Was ist das denn bitte schön für eine Tür? Die drei Schlösser brauche. Scharnieren, Nägel. Okay, so. Eisen. Ne, oder Haus war das, ne? Baumaterial. Eisenbeschläge stellen wir einfach mal ein paar her. Nägel stellen wir einfach mal ein paar mal her. Und Scharniere brauchen wir ein paar mal. Oh, Schloss. Korodumbarren brauche ich dafür. Ups. Was? Scheiße, ich hab die Korodumbarren nicht dabei. Shitte. Hoffentlich kann ich welche kaufen. Ich glaube nicht, dass ich noch. Stimmt, ich glaube, ich letztes Mal alle verballert, ne? Upsi. Wir müssen mal schauen. Provinz of Skyrim. Meine dumme Frage, heißt Skyrim übersetzt Himmelsland? Oder Himmelsrand? Weil die Region heißt eigentlich Himmelsrand, wo wir hier sind, ja. Aber die wird halt auch Skyrim benannt. Deswegen ist das für mich eigentlich so logisch, dass das bedeutet. Aber ich weiß es halt nicht, weil mein Englisch dafür nicht gut genug ist. Obwohl Sky, Himmel, ja, passt ja eigentlich und drin. Pacific Wimp, ja, das könnte eigentlich passen. Ja, es passt wirklich, ja. Seht ihr mal. Ich habe Skyrim normal jetzt einfach komplett gespielt, um das zu wissen. Und das habe ich schon bestimmt so an die 100 Stunden in der Special Edition und habe es auch nicht gewusst. Bis gerade. Oh, ich habe doch ein paar Barren. Nice. Und ich habe ein bisschen Erz. Dann wollen wir mal mit. Schön, euch zu sehen, geliebter Schatz. Ja, ja, ich kann nicht lange bleiben. Total freundlich. Ja, ja, geh mal zur Seite, Frau. So. Ich muss ein neues ausbauen, damit ich noch mehrere Frauen haben kann. Kappa. Wie viel habe ich denn jetzt? Ich habe noch ein Ewigkeiten-Haus. Jetzt habe ich ein Windhelm-Haus.
In Riften habe ich noch ein Haus. Ja, passt. In Makrat habe ich noch kein Haus. Nee, habe ich noch nicht. Da müsste ich jetzt mal was machen. Das ist so, bei dir bestelle ich jetzt ein bisschen Sachen. Es ist mir eine Ehre, euch wie- Natürlich. Was? Ich werde mich sofort... Braucht ihr sonst noch etwas? Ich werde Holz. Braucht ihr sonst noch etwas? Dann kommen wir noch ein bisschen Stein. Braucht ihr sonst noch etwas? Ja, erstmal nicht. Mhm. Ist der Stein dann jetzt hier drin eigentlich? Ja, ist er. Okay. So, Haus. Wir brauchen noch Schlösser, genau. Baumaterialien da. Schloss herstellen. Herstellen. Wir brauchen einfach mal ein paar Schlösser jetzt. So, ich hätte vielleicht mal den Rüstding zurücksetzen sollen, bevor ich das mal alles mache hier. Weil dann würde ich jetzt nämlich auch noch Punkte dafür kriegen. So, wir gehen mal eben schnell in die Schmiede noch. Dass wir unsere ganzen Barren geschmolzen kriegen. Hier hätte ich auch nochmal die Sachen verbessern können. So, sonstiges. So, hier Barren. Kriege ich wenigstens ein paar. Eisenbarren kriege ich noch ein paar, einige. So, mehr haben wir eh nicht dabei, ne? Ja. Da mehr. Haben wir eh nicht dabei und Sophia ist schon wieder nackt. Warum auch immer. Was ist Siri? Hä? Siri steht da hinten rum. Warum? Hallo? Okay, sie redet. Sie folgt mir aber noch. Gut, dann gehen wir erstmal erzählen und bauen die Türen. Ja. Fundament bauen wir, ja. Den Fußboden bauen wir. Die Säulen bauen wir. Das können wir verbauen. Was wird uns jetzt Leben? Wir haben kein Leben. Okay. Ich glaube, mein Leben habe ich zu Hause, aber egal. Wir können einfach hier Leben kaufen. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Natürlich. Kaufen wir nochmal Holz. Braucht ihr sonst noch etwas? Ein Stein. Natürlich. Braucht ihr sonst noch etwas? Kaufen wir 20 Natürlich. Leben hier. Braucht ihr sonst noch etwas? Nein. Braucht ihr sonst noch etwas? Was kann ich denn noch so machen? Ja. Ach egal, machen wir ein anderes Mal. Wozu? Wir wollen das Haus fertig kriegen. Achso. Klar, ich muss das Leben erstmal zur Truhe nehmen. Anders geht das ja nicht. Ja, ich spiel, bitte. Danke, so, ja. Decke, wir brauchen mehr Nägel. Wie sieht das bis jetzt aus? Eigentlich ganz gut, finde ich. Ne, da kriege ich keine Nägel her. Nägel kriege ich hier, ja. Baumaterialien, Nägel. So, sollten wir jetzt genug Nägel haben eigentlich? Diese Lache von Siri immer zwischendurch, die ist so random. So, ja. Und jetzt haben wir alles. Ah, können wir da sogar noch draußen. So, was können wir noch anbauen? So, dann schauen wir mal. So, wir haben hier. Kannst du nur noch hier. Eingangsbereich umgestalten. Okay. So, hier kann ich die Werkbänke entfernen. Okay, was haben wir denn hier? Waffenkammer? Nee, eine Küche hätte ich gerne oder eine Bibliothek. Trophäen. Zimmer, Lagerraum, Alchemielabor. Alchemielabor brauche ich eigentlich nicht. Eigentlich, oder? Lagerraum, Trophäen, Bibliothek, obwohl mit so Zeit und Küche. Ja, nehmen wir die Bibliothek, würde ich sagen, komm. Wir hauen uns noch die Bibliothek dahin. Da haben wir halt so mehrere Türme im Haus. So, wir brauchen wieder Scharniere. So, Baumaterialien, Scharniere. So. Dann gehen wir an die Bank und jetzt müsste es klappen, oder? Jawohl, so, das von den Menschen wäre den Boden, die Säulen. Das passt alles, das passt alles und. Zack. Schön haben wir nochmal hier. So. Sonstiges. So, jetzt noch hinten. Jetzt können wir uns entscheiden. Trophäen, Alchemie. Ein Lager brauche ich nicht. Trophäending wäre eigentlich ganz cool. Aber wir machen. Es soll einfach alles in einem Haus haben hier. Machen wir jetzt also ein Alchemie-Ding. Zack. Haben wir noch einen weiteren Turm. Und mein Ziel ist irgendwo da in der Nähe. Ach ja, stimmt. Ich bin jetzt ja draußen. Stimmt ja.
Wahrscheinlich brauche ich dafür jetzt wieder neue Sachen, oder? Wir brauchen Eisenbeschläge, 2 Stück, Scharniere, 6 Stück und Nägel wieder, okay. So, Materialien, Eisenbeschläge, 2 Stück, Nägel brauchten wir. Scharniere brauchten auch 9, ne? So. Dann schauen wir doch mal. Zack. Tür ist gemacht, das ist gemacht, das ist gemacht. Und jetzt haben wir schon wieder keine Nägel. Wir brauchen 4 mehr Nägel. Nägel. Wahrscheinlich hätte ich jetzt echt schon wahrscheinlich wieder 10 Level damit machen können oder so. Aber hey, egal. Ist das nicht einfach so weiter durchgeht, das ist ja ein bisschen schade. Na was halt's. So, hier. Bäm. Bäm. Mir fehlt Holz. Guter Mann. Bringen Sie mir Holz. Natürlich. Was sonst Holz sollte noch reichen. Hoffentlich, ich weiß nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich würde gerne nochmal hier, bevor wir halt. So. Brauchen wir noch mehr. Und wir haben Architekt freigeschalten. Cool. So, Baumaterialien. Da. Nägel, zack. Weil wahrscheinlich alle Flügel dran gebaut haben. Das eine ist ja jetzt einfach nur noch hier draußen. So. Sehr schön. So, was haben wir noch an Holz? 15 Holz haben wir noch. Jetzt haben wir ein Haus mit 3 Türmen dran. Wie es aussieht, oder? Ja. Gut, dann können wir wahrscheinlich innen drin auch noch einiges machen. Oh, das wird ja ein Spaß. Aber gut, wir würden sagen, wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.